Hajo Seppelt hat diesen Dopingfall mitrecherchiert. Ihn begrüße ich jetzt in Lausanne. Herr Seppelt, ja, was ist das jetzt? Russland ohne Hymne und ohne Fahne? Ist das eine salomonische Entscheidung des IOC oder nichts Halbes und nichts Ganzes? Also ich würde sagen, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und das mit voller Absicht. Zum Ersten muss man sagen, das ist anzuerkennen, dass russische NOK suspendiert. Zum Zweiten muss man sagen, dass mit Vitali Mutko, einem der mutmaßlichen Mithelfer, Unterstützer, vielleicht sogar Drahtzieher des russischen Staatsdopings, nun doch mal Tabula Rasa gemacht worden ist, klare Kante gezeigt worden ist. Er ist also lebenslänglich von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Und er ist ja auch der Cheforganisator der Fußball-WM 2018. Also das gibt noch richtig zu im nächsten Jahr bezüglich der Fußball-WM. Aber alles andere ist aus meiner Sicht doch eher zurückhaltend zu betrachten, wenn nicht sogar als Mogelpackung anzusehen. Denn die Bezeichnung neutrale Athleten, dann olympische Athleten von Russland, impliziert also, dass doch wieder Russland irgendwie dann da auftaucht. Und vor allem die Tatsache, dass die Russen eigentlich nur sich jetzt an die Entscheidung halten müssen. Und wenn sie das tun, dann kann es passieren, dass sie vor der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Pyeongchang wieder voll zugelassen werden. Und damit können sie alle ihre Insignien wieder zeigen. Die russische Hymne, die russische Flagge, die Trainingsanzüge, alles ist plötzlich wieder möglich, als ob nichts gewesen wäre. Und ich glaube, das hört sich ganz klar an nach einem Zugeständnis gegenüber Russland, vielleicht sogar gegenüber dem Kreml. Denn die Russen haben ja klar gemacht, dass sie womöglich sogar die Spiele boykottieren könnten. Also es stand viel auf dem Spiel. Es hätte auch eine riesengroße sportpolitische Krise weltweit geben können. Und ich glaube, da hat man vielleicht von Seiten des IOC gesagt, das wollen wir auf keinen Fall und kommen den Russen in gewisser Form entgegen. Wie hat es ein Vertreter des IOC gerade eben mir gegenüber gesagt? Das könnte man auch als Realpolitik bezeichnen. Also vielleicht konnte oder wollte der IOC nicht wirklich viel mehr. Schlüsselfigur ist ja sicherlich auch der IOC-Präsident Thomas Bach. Der gilt ja auch als, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Putin-Versteher. Wie ist denn seine Rolle in dem Doping-Skandal? Es gibt dafür keinen Beleg, aber es gibt natürlich die ganz starke Vermutung. Man wusste ja, was von Russland drohen kann, was kommen könnte. Und das wäre natürlich für die olympische Bewegung das Worst-Case-Szenario gewesen, ein Olympiaboykott. Also gehe ich mal davon aus, es gab in den letzten Tagen und Wochen natürlich einige Abstimmungen mit den Russen, was geht und was nicht geht. Was würden sie akzeptieren, was würden sie nicht akzeptieren? Man hat darüber getagt, man hat darüber befunden, diskutiert und das bitteschön nicht nur heute, sondern auch schon vorher, nachdem die Kommissionsergebnisse ja eigentlich bekannt waren. Und ich glaube, dass Thomas Bach hier den ganz großen Streit mit Russland einfach nicht riskieren wollte. Es ist ja kein allzu großes Geheimnis, dass er noch vor 4 Jahren mit Putin doch sehr, sehr eng verbunden war, dass er die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Sotschi ganz toll gefunden hat. Kein negatives Wort kam ihm über die Lippen. Und es ist ja bekannt, dass es zwischen dem IOC schon seit den 80er Jahren und auch unter der Zeit von Samaranch und dann ist ja Bach darunter in dieser Zeit sozialisiert worden im IOC, immer enge Verbindungen zwischen Russland und dem IOC gegeben hat. Das mag vielleicht auch das eine oder andere erklären, warum Dinge so laufen, wie sie eben laufen. Hajo Bach, vielen Dank für diese Einordnung der IOC-Entscheidung nach Lausanne.